Zwischenstopp in Koh Samui. Wir haben hier in diesem netten Hotel ganz in der Nähe von Fisherman Village übernachtet. Ja, hatten bei der Ankunft noch recht schönes, angenehmes Wetter. Abends ging es dann sozusagen auf den Nachtmarkt und ja, durch die Straßen vom Fisherman Village durchbummeln. Das ist uns beim ersten Mal schon aufgefallen, wie wir dort waren auf der Start der Weltreise 2018, waren wir eine Woche mal hier. Und da haben wir gesagt, hier werden wir übernachten, wenn es dann am nächsten Tag jetzt weitergeht nach Bangkok Richtung Seychellen. Um 18 Uhr ist da noch wenig los auf dem Nachtmarkt, aber umso später es wird, umso mehr Menschen kommen. Und natürlich gibt es auch Massagen, die wir genossen haben. Damals haben wir dort gegessen, und das kann ich mir noch gut erinnern, am Strand. Es gibt einfach wunderschöne Plätze. Bei uns hat es geregnet, geschüttet dann, bis wir zum Flieger konnten. Und das hier ist der Flughafen in Koh Samui, dieser nette kleine Flughafen im Wartebereich im Grünen.